Moin zusammen. Nach 7 tollen Jahren in Holland wurde es Zeit für eine Veränderung. So ging es Ende April von unserem Winterlager in Akrum aus Richtung Groh und von da aus auf die stehende Mastroute. Die stehende Mastroute ist ein Netzwerk von Wasserwegen, welches komplett mit stehendem Mast durchfahren werden kann. Sie teilt sich auf in einen nördlichen Teil und in einen südlichen Teil. Der maximale Tiefgang wird mit 1,90 Meter angegeben. Wir passierten jedoch Stellen, die deutlich flacher waren, was uns mit unserem 1,20 Tiefgang jedoch nicht weiter interessieren musste. Nicht vorenthalten möchte ich euch an dieser Stelle, dass meiner persönlichen Meinung nach eine Motorkanalfahrt nicht gerade zu den spannendsten Dingen gehört, wenn man mit einem Segelboot unterwegs ist. Die Beschaulichkeit der Gegend entlang der stehenden Mastroute ist zwar wirklich gegeben, aber irgendwann wurde mir so richtig langweilig. Zum Glück war ich ja nicht alleine. Rieke war natürlich wie immer mit mir unterwegs und ich konnte vieles fragen, was mich schon lange zum Nachdenken brachte. Rieke, darf ich die Tagesdecke auch nachts benutzen? Rieke, wie viel PS haben eigentlich Pferde? Rieke, ist der Mond aus Käse? Die erste Nacht verbrachten wir in Burdaat, von wo aus wir direkt am nächsten Morgen um 9 Uhr mit dem ersten Öffnen der Brücke in Richtung Dokkum starteten. Thank you.
Der zweite Tag verlief genau wie der erste. Nur, dass Rieke mir verboten hat, weiter pausenlos dumme Fragen zu stellen. Also könnt ihr jetzt interaktiv mal das fühlen, was wir fühlen. Ohne Musik, alles real. Achtung! A few moments later. One hour later. Six hours later. Two thousand years later. Und schwupps, schon war die letzte Schleuse vor Groningen erreicht. Geiles Feature ist hier übrigens der Haltelöwenzahn. Unsere Festmacher wurden also überhaupt nicht benötigt. Das Schleusen klappte auch hervorragend. Danach passierte uns allerdings was Dummes. Unser Motor starb ab. Long story short. Wir hatten was in der Schraube. Leider hatten wir überhaupt keinen Wind zum Segeln und es war auch im Gegensatz zum Rest des Tages nirgendwo ein Boot weit und breit. Niemand war in Sicht und auch das Ansprechen von Fußgängern am Rand hat uns überhaupt nicht weitergebracht. Also haben wir versucht, übers Telefon Hilfe zu holen und da sind wir dann immer weiter und weiter und weiter geleitet worden. Letztendlich kam tatsächlich die Feuerwehr Groningen mit einem Tauchteam und schnitt uns in zwei 10-minütigen Tauchgängen eine riesige Plane aus unserem Propeller. Wir sind den Jungs echt richtig dankbar, die haben einen geilen Job gemacht. Am nächsten Tag ging es dann weiter durch Groningen. Wenn man um 11 Uhr bei der Verkehrszentrale Groningen anruft, kommt man in einem Rutsch ohne Wartezeit durch Groningen. Diese Stadt ist absolut sehenswert. Leider diesmal nicht für uns, wegen unseres Notfalls vom Vortag. Dafür jetzt einen großen Teil der Durchfahrt von Groningen hier im Video. Ja, ist ja gut, ich höre schon auf. Groningen hat übrigens 243.833 Einwohner und liegt 7 Meter über dem Meeresspiegel. Seit
Seit 1614 besitzt Groningen eine Universität. Sehenswert soll das Forum Groningen sein. Darüber hatten wir viel im Vorfeld gehört und gelesen, aber leider hat das nicht mehr in unseren Zeitplan gepasst. Gerne hätte ich das Forum bei unserer Durchfahrt aufgenommen, aber leider hatte ich den Ständer für die Kamera an der falschen Seite des Bootes festgeschraubt. Ich hab Ständer gesagt. Durch Groningen hatten wir es nun fast geschafft. Ganz sicher war noch nicht, ob die Griebonsbrücke wieder wie gewohnt öffnet. Glücklicherweise hat aber alles geklappt und wir konnten uns auf den Weg nach Delfzijl machen. Das war das Tagesziel für heute. 3 Tage hat es von Akrum bis hierher gedauert. Am nächsten Morgen ging es mit dem ablaufenden Wasser auf die Ems in Richtung Borkum. Das war unser Ziel für heute. Was ist das denn für ein Typ? Ach scheiße, bin ja ich. Den mitlaufenden Strom nutzend, kachelten wir mit 8 bis 9 Knoten dem Ziel entgegen. Nach gut 3 Stunden hatten wir unser Ziel erreicht und steuerten den Burkaner Hafen an. Bei stark auflandigem Wind gingen wir mit unserem Eimer an einer unbemannten 33er X-Yacht ins Päckchen. Glücklicherweise war der Eigner ein echt cooler Hund. Mit Frankie und Didi, die auf dem Weg in die Ostsee waren, verbrachten wir einen echt coolen Abend. Seid an dieser Stelle nochmal herzlich gegrüßt.
Am übernächsten Morgen ging es gegen 5 Uhr raus aufs Borkumer Wattfahrwasser. Wir hatten Nippzeit und dadurch einen niedrigeren Wasserstand als sonst. So kam es, dass wir nach etwa 2,5 Seemeilen auf Schied saßen. Also Anker raus und warten. Insgesamt kamen wir 2-mal fest. Beim ersten Mal mussten wir ungefähr 30 Minuten warten, bis wir weiter konnten. Und beim zweiten Mal, gerade mal 200 Meter weiter, saßen wir für weitere 10 Minuten fest. Danach ging unser Weg weiter wie geplant. Durch das Memmert-Wattfahrwasser kamen wir ohne Probleme. So war es dann fast geschafft und nach circa 4 Stunden Reisezeit hatten wir unseren neuen Heimathafen Norddeich erreicht. Wir freuen uns auf eine tolle Saison 2024 und ich verspreche, dass ich in meinen Videos niemals um Bierspenden per Patreon oder PayPal betteln werde. Ich wollte noch sagen, Rieke war ein bisschen in Sorge, ich könnte wieder mit meinen Witzen übertreiben. Aber ich glaube, insgesamt kann sie sich diesmal nicht beschweren. Wir sind schon ein echt tolles Team. Man könnte auch sagen, sie ist mein Stück Holz und ich bin ihr Holzwurm. Tschüss und danke fürs Zuschauen.